Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Monkey City. Ich hab's raus langsam, ich hab's raus, wie das Spiel heißt. Wunderbar. Guck, wir haben wieder 1000 Münzen. Ich habe eigentlich gesagt, ich nehme in 5 Minuten auf. Da kam wieder ein bisschen was dazwischen und habe noch andere Dinge gemacht und dann habe ich das Ding einfach mal überlaufen lassen. Ist okay, also ist gerade erst gekommen. Ich muss mal ganz kurz rausgucken. Geht das? Ach, doch, so geht's. Das ist wirklich sehr schwierig, wegen 15 FPS habe ich gerade mal nur. Das ist halt ein bisschen anders. So, wir haben halt mit deiner Forschung fertig. Wunderbar. Wir haben das Ding fertig. Wir haben das Ding fertig. Zwei Elektrizitätswerke sozusagen. Sehr, sehr nice. Quest complete. Monkey vs. Monkey. Geile Sache. Geile, geile Sache. So, noch eine Windmühle. Jetzt haben wir ordentlich Energie erstmal wieder ready. Könnte ich jetzt... Oh, hier ist 0%. Was heißt 0%? Achso. Das füllt sich also auf... Die Frage ist, wie viel Prozent noch was? Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal den Dings weiter. Da, 1%. Ah, hier oben sehen wir es. 1%. Heißt also, wir müssen einen Blumenstein für 2% bezahlen. Interessant. Lassen wir das einfach mal aufladen, das ist kein Problem. Wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Und bei Cash Staff. Request. Irgendwas habe ich gerade oben rechts noch gesehen. Machen wir dann gleich. Und auf geht's. Ja, gerade ein bisschen anderweitig außerhalb noch beschäftigt, aber ist okay. Ich lenk mich nicht ab. Und dann geht's los hier. Ninja-Disziplin und auf geht's. Zwei Schützen. Oh, wie geil ist das denn? Zwei mit Sniper-Monkeys. Holy shit. Jetzt habe ich zwei Stück davon. Jetzt können wir auch gleiche Dings machen. Territory-Contesting oder wie auch immer das hieß. Nicht Contesting, aber was anderes hieß. Das ist aber auch egal. Können wir auf jeden Fall gleich machen. Und hören wir uns diese geile Musik an, die ist so geil, also wirklich, einfach allein wegen der Musik muss ich diese Level spielen, wenn die einfach so geil sind. Echt genial gemachte Musik, muss ich sagen, das ist Wahnsinn. Ja, da haben sie sich schon, glaube ich, selbst übertroffen, so ein bisschen. Ja, wir können 6 Dart Monkeys machen, das ist krass, so viele Dart Monkeys. Gut, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Wunderbar. Und wir kriegen 30 Erfahrung, 190 Gold und 2 Blumensteine wieder, sehr, sehr nice. Okay. Jetzt wäre Werbung, natürlich. Es wäre ganz cool, wenn man die still machen könnte. Weil die einfach nur nervt, wirklich. Okay, sehr schön, haben wir das zumindest schon wieder fertig. Ja, muss leider sein, Leute, ich muss euch ja die schlechten Dinge auch zeigen vom Spiel. Das ist nun mal so. Genau, 47 noch. Okay, zwei Dinge zu Nachrichten haben wir. Und zwar einmal, Ermal Shabani hat unsere Stadt besucht und uns einen Blutstein hinterlassen. Dankeschön, Dankeschön, wir werden das gleich auch mal mit deiner Stadt machen, natürlich. Ich meine, wir müssen ja community-mäßig richtig geil zusammenarbeiten und so weiter, dass wir alle megamäßig viele Blutsteine kriegen, Blutsteine. Gut, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Oh, fehlt dir noch einer? Da ist noch einer. Yay, Blumenstein. So, der hat auch schon... Ey, der hat auch so ein geiles Dorf, finde ich. Warum? Irgendwie sieht mein Ding wirklich aus wie Kacke. Meine Welt. Die haben irgendwie so eine richtig coole Welt. Und meine sieht aus wie Scheiße. Aber man kann leider in das Dunkle nicht weiter reingucken. Ist schade. Sehr schade. Aber gut, der hat noch ein recht kleines Dörfchen. Noch keine Wege und so weiter. Habe ich auch nicht gemacht. So, wir können ihm was geben. Und selber anfordern. Und dann schickt er uns hoffentlich Supplies. Das ist echt cool, was man da alles machen kann an Funktionen. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben, glaube ich, schon eins bekommen gehabt. Ne? In den PMs sieht man das eigentlich gleich. Okay, haben wir ihm schon gesendet. Also ist kein Ding. Gut, irgendwas wollte ich da bauen, ich Trottel. Was wollte ich denn machen? Eine Bananenplantage wollten wir für Stufe 10 theoretisch aufheben. Ich kann mal ganz kurz hier gucken, wie teuer war das gewesen? So eine Spike-Fabrik? 1200 oder even faster production für 2000. Hätten wir noch 1300. Können wir machen, können wir researchen, ist kein Problem.
White Hot Spikes. Researchen wir. Eine Stunde ist okay. Alles klar, kein Problem. Ich glaube, bis wir hier Level 10 sind, haben wir. Wir kriegen sogar Level 10 den Bonus nochmal. Ich weiß nicht, sollen wir wirklich dieses Dings machen hier? Das Contested Territory? Sollen wir das wirklich versuchen einzunehmen? Ich meine, das ist gerade mal Stufe 13, ne? Und komm, wir spielen das jetzt einfach mal. Hau wir rein hier. Nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich. Genau, haben wir eigentlich schon keine Freunde mehr, die sich mit Facebook verbunden hatten. Schade. Wir haben keine bekommen. Er hätte uns ruhig eine geben können. Na gut, egal. Versuchen wir es. Mal gucken, ob wir das schaffen. Weil ich meine, wir haben jetzt 6 Dart Monkeys, wir haben einen Scharfschützen mehr. Eigentlich sollte das gar nicht so schwierig sein, glaube ich. Okay. Die Frage ist. Ja. Ich glaube, hier sollte ich keinen mehr hinsetzen. Das ist richtig. So, ich werde die hier hinsetzen. Wenn wir die Range erhöhen, dann ist der ja auch da hinten für erreichbar. So. Ein Stück hier noch lang vielleicht. Und einen packen wir hier noch hinter. Gut, auf geht's. Wow. Kommen gleich so viele. Einmal über die Range. Achso, die können sogar Dings. Ah, jetzt sehen. Camouflage. Die kamen natürlich so schnell, weil es halt die schnellen Ballons waren. Logisch. Ja, mein Tech-Shooter hoffentlich bringt ein bisschen was. Ich hoffe es wirklich. Runde 2. Sharp-Dinger. Und da können wir gleich noch einen hinsetzen. Da können wir noch einen Sharp-Schutz. Ich denke mal schon, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe es einfach mal. Gucken wir mal. Wenn nicht, dann ist das halt so. Aber ich probiere es einfach mal. Ich meine, wir müssen ja, glaube ich, Runde 14 schlagen. Stand, glaube ich, der hat da. Wir haben sogar eine Nagelfabrik. Wie geil ist das denn? Natürlich haben wir die auch. Ganz klar. Stimmt ja. Ach, fuck, ey. Oh, da, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Geld überhaupt reicht dann insgesamt. Da bin ich mal gespannt. Dann setze ich die Nagelfabrik auf jeden Fall da unten hin. Gleich den Sniper-Monkey. Ist ja egal, wo ich den hinsetze, weil er einfach mega awesome ist, das Ding. Gleich haben wir den nächsten Scharfschützen. Den sollte ich auf jeden Fall erstmal hinsetzen. Ich weiß gar nicht, schießt der eine oder schießt der standardmäßig zwei weg? Zwei, ne? Ja, der rote ist natürlich klar, dass er nur zwei wegschießt. Einen wegschießt. Sind 37, 8? Ja, okay, der schießt nochmal zwei weg. Wunderbar. Also standardmäßig schießt der immer zwei weg, der Scharfschütze. Sehr, sehr cool. So, dann werde ich jetzt langsam mal die Dinger hier noch aufrüsten müssen. Wunderbar, der kann jetzt auch angreifen. Also ich glaube, das wird gar nicht so schwer, Runde 14 zu schlagen. Also es ist immer so ein Hin und Her, so ein Machtspiel mit den Gegnern. Gefällt mir. Hat er jetzt schon auf die Stärkste, ja, ne? Ne, hat er noch nicht. Auf die Stärkste muss ich noch. Target Strong. Dann hat man die ganzen hässlichen Viecher kaputt gemacht. So, hier Razor Sharpschutz. Genau, wir können ja... Doch, können wir Enhanced A-Side. Wir schießen sogar noch weiter. Das ist krass, wirklich krass. Es wird easy going, glaube ich. Das ist so schwer, wird das nicht. Wir müssen natürlich eine Nagelfabrik, die werde ich jetzt gleich mal hinsetzen. 825 sparen ist natürlich nicht so günstig. Da sind sie nämlich schon, die Schweine. Ich kann die nicht mehr setzen, weil ich keine mehr habe. Shit, aber richtig shit. Oh fuck, da waren einfach zu viele rote, schwarze gerade gewesen. Das gefällt mir gar nicht. Nein. Nicht überleben. Too much. Okay, es sind nur ein, das ist okay. Die Spike-Fabrik können wir mal jetzt wirklich hier hinsetzen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch Dings machen. Oh, 700 und 800, holy shit. Das ist natürlich bitter, aber jetzt sollte eigentlich kein Problem jetzt mehr sein. So, die müssen jetzt natürlich auch noch geupgradet werden. Sharpschutz und Razor Sharps. Es werden so viele Nägel gerade produziert, wo es eigentlich kein Problem, glaube ich, ist. Aber wir haben natürlich viele, viele Leben verloren. Ich glaube aber dennoch, dass wir das schaffen werden. Na, ja, das sind natürlich Zebra. Okay, kein Problem. Am besten, nee, noch eine kann ich ja gar nicht hinsetzen. Wir machen noch mehr Dartpfeile hier hinten am besten hin. Sollte easy werden, muss ich sagen. Sollte gar nicht so schwer werden. Boomerang, wir können noch einen Monkey machen. Ich glaube, wenn wir hier erstmal mal alles... wir müssen noch weitermachen. Wir müssen so weitermachen, dass die gar nicht mehr weiterkommen. Oh, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Immer ein bisschen langsamer teilweise machen, das ist okay. Also man kann sich ruhig Zeit lassen ein bisschen.
Alles wunderbar. Und ich glaube, da unten kommen die nie im Leben mehr durch. Also das ist so eine lange Strecke, bis die da sind und haben da so locker mindestens 30, 40 Dinger liegen, ne? Sind da eigentlich die ganze Zeit Eisballons? Sehe ich das richtig? Dass da Eisballons rumliegen? Oh, fuck. Ja, wunderbar. Und jetzt die Nagelfabriken. Eieieiei. Okay, meine Dings skillt immer mehr. Sehr schön. Meine Scharfschützen machen das. Wunderbar. Wieder kein Problem. Kein Leben verloren. Sehr schön. Wir brauchen die auf jeden Fall noch mehr. Das wird schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Okay. Ich brauche noch auf jeden Fall einen Bumerangwerfer. Der dann so ein bisschen Damage macht. So. Ah, hier hinzusetzen ist auch doof. Am besten hier so hinten. Das passt schon. Zack, zack, zack. Tschu. Ja, der kann halt nur wenige durchschlagen, gerade auf einmal sehe ich. Also es sind nicht so viele. Ja, es sind wirklich Eisballons da hinten. Krasser Shit. So. Denke mal, das wird jetzt kein Problem mehr sein. Kriegen wir, glaube ich, hin. Jetzt mache ich nämlich noch einen Dartaffen, der den hier entschießt. Runde 12. Und Runde 14, glaube ich, muss ich schlagen. Also Runde 14 muss ich erreichen. Dann habe ich es geschafft. Boah, geil, dann kriegen wir wieder mehr Money. Und wir machen es wirklich so lange, wie wir schaffen. Dann ist es nämlich für die anderen noch schwieriger, uns zu schlagen. Wenn man nicht eine Spike-Fabrik hat, oder wir machen auf jeden Fall noch eine Spike-Fabrik. Da packen wir jetzt zwei Spike-Fabriken hin. Da kann man halt jeden Tag unglaublich viel Money kriegen. Oh, wie cool. Also wirklich sehr cool. Erstmal ist halt wirklich so ein Anreiz, halt andere Leute, andere Spieler zu schlagen. Runde 13. Und gleich, wenn wir Runde 14 erreicht haben, kommt, glaube ich, die Meldung, dass wir... Sind wir alle Maximum? Wunderbar, alle Maximum. Das war's, wir können nichts mehr bauen. Doch hier. Oh, natürlich. Bigger Stacks und Faster Food. Ja, klar, logisch. Komm her hier. Ihr könnt mich sowas von am Arsch lecken, Alter. Ihr werdet nie wieder durchkommen, ihr Balloons. Wahrscheinlich so auf Runde 30 oder 40 werde ich kommen. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ja, doch, doch, wir können ja Camo-Ballons kaputt machen. Durch unsere... Also soll das kein Problem sein. Die kommen dann nie wieder durch, holy shit. Das sind 50 Millionen Stacheln. Die werden sogar weggemacht schon. Seht ihr, hier teilweise verschwinden die. Eieiei. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Haha. Am Arsch. Lead Balloons move slowly but are immune to anything sharp. They contain two blacks when popped. Okay, also die sind immun gegen scharfe Dinge. Aber da wir unsere Scharfschützen ja haben, sollte die eigentlich aufplappen. Also nur die Dartpfeile können die halt nichts machen. Aber unsere Dings halt schon. Unsere Scharfschützen. Wir bauen einfach mal noch so einen Monkey Village. Einfach, weil wir es können. Ja, und ich glaube, das war's. Wir haben den Tag gewonnen mit den... Ah, oh, wobei, da sind sie schon. Ha! Fick dich! Sorry. Mich wundert's. Meine Scharfschützen können keine Bleiballons, noch keine durchstechen. Das ist schade. Brauchen wir dafür auch ein Upgrade? Wirklich? Fuck, ey. Aber ich hab doch geschafft, oder nicht? Hä? Ich hätte die Runde noch schaffen müssen. Oh, ernsthaft? Wie scheiße ist das denn? Oh mein Gott, ist das traurig. Oh mein Gott, ist das traurig. Diese eine Runde hätte ich noch schaffen müssen. Ist das fuckig. Okay, wo ist mein Magier-Dings? Ne, wo, was brauche ich? Brauche ich meinen Scharfschützen? Wo ist er? Hier müsste er sein. Rivet Training Hall, Full Metal Jacket, das ist es nämlich. Can pop lead and frozen. Ah, fuck you, ey, wirklich. Natürlich ganz nett sind wir, der hat es natürlich verdient, weiterzumachen. Wir machen das auf jeden Fall beim nächsten Part, versuche ich das auf jeden Fall nochmal, oder ich mache es für mich und... Wobei, ihr wollt es bestimmt sehen. Ihr wollt es bestimmt sehen, also machen wir das beim nächsten Mal dann. Okay, mein Dartfall ist restricted, was ist los mit euch? Habt ihr Angst vor meinen Dartfall, ihr Penner? Okay, aber ich kann Tech-Shooter jetzt bauen. Tech-Shoot, ach du Scheiße, was ist das denn? Ernsthaft? Okay, spannend, spannend. Ah, dieser Sound ist so geil. Ich liebe ihn. Okay, ja, ich habe daran nicht gedacht, dass wir... Fuck, wirklich. Sonst hätte ich vielleicht... Nee, hätte ich auch nicht... Sonst hätte ich solche Dings, solche roten benutzt, solche... Macht aber nichts, kein Problem. Muss wieder zu der Musik updancen, weil die einfach so geil ist.
Ja, zur Not tausche ich deine Nagelfabrik hin da hinten, aber braucht man nicht. Gut, ja, wie gesagt, wir hätten die ja theoretisch hinsetzen können. Ne, ne, behalt mal lieber. Nein, ich wollte nicht setzen! Ey, was ist denn das? Na, schöne Abzocke, weißt du? Die kannst du nur hier durch das hier zurücksetzen, nicht wenn du sie hier hinsetzt. Aber wie dumm ist das denn? Na gut, ist ja egal. Richtig mies. 10 Blumensteine verloren. Whatever. Vielleicht soll ich meinen Ninja-Affen auch mal skinnen, damit er die... Ne, kann der Lead-Ballons kaputt machen? Kann er die gar nicht. Ne. Ne, das war der, also der Magier gewesen, der die Lead-Ballons kaputt gemacht hat. Die Bleiballons. Interessant. Vielleicht hätte ich mit dem Magier auf die stärksten gehen sollen. Wie auch immer, ist egal. Okay. Geschafft, geschafft, geschafft. Wieder die nächste Mission. Wir sind übrigens auch gleich Level 10. Ach, ärgert mich das wirklich. 40, 202 von den Dingern. Krasser Scheiß. Und fehlt nicht mehr viel. Noch 535 Erfahrung. 3 Teils noch capturen und dann haben wir die eine nächste Mission fertig. Ja, ja, ja. Und Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder von Bloons Monkey City. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Level 10 ist bestimmt nächstes Mal drin. Und mal gucken, Level, das Ding hier werden wir auf jeden Fall die... Das hier werden wir auf jeden Fall über den nächsten Part, denke ich mal, machen können. Und ja, danke für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, Leute. Bye, bye.